Und herzlich willkommen wieder mal zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Ja, halt Unity halt. Und ja, beim letzten Part sind wir hier stehen geblieben in diesem wunderschönen Gärtchen, wo wir uns mal einen Apfel stehlen müssen. Kann der eigentlich schon kraxeln? Nee. Aber muss man sagen, ne, die Grafik sieht wunderbar aus und das, obwohl es nur 720p sind und nicht 1080. Gab es auch schon öfters mal einen Amoklauf. Ja, warum nicht 1080? Mensch, sieht ja viel besser aus. Ganz ehrlich, das Spiel in 720p sieht besser aus als Black Flag in 1080. Also die P-Zahl, also die Auflösung, ob es 1080 oder 720 sind, hat für mich nichts auszusagen, denn das sieht wunderbar aus hier. Also stehlen wir jetzt mal den Apfel. Ach komm, los, Arno. Ah. Leg ihn zurück! Leck mich. Kannst mich kreuzweise, kannst du Typ, Alter. Okay, ich sollte mehr langsam gehen. Dann folgt er mir auch nicht. Er kann mich ja jetzt rennen hören. Ich sollte also mehr Acht geben darauf, was ich tue. Und diesmal dem Typen nicht direkt entgegenrennen. Wäre vielleicht ein bisschen falsch. Na? Ah, so. Jetzt möglichst außen rum gehen. Da warst du, Bastard! Bist du taub oder wie? So leicht kommt man. Als ich zum ersten Mal gespielt habe, hat er mich auch dann nicht verfolgt, wo ich dann da rangekommen bin. Das weiß ich auf jeden Fall noch. Hast du ihre Apfelgesichter gesehen? Ich bin Arno. Elise. Ich begleite meinen Vater. Genau wie ich. Wichtige Geschäfte mit dem König. Was machen wir als nächstes? Hör doch. Keine Bange, hier drin werden sie uns nie suchen. Es war meine Schuld. Ich habe den Apfel genommen. Mal sehen, wo die hingehen. Das interessiert keinen, der den Apfel genommen hat. Ich habe jetzt wichtigere Probleme wahrscheinlich. Ich spoilere jetzt mal nicht. Wir erfahren es eh gleich. Nella, da ist was passiert. Ich hoffe, dass diese traurige Affäre eure Meinung von uns. Warum rennt denn der nicht mehr? Alter, ist er blöd oder was? Vater? Und ihr müsst alle barbaren. Komm her, Kid. Sofort. Vater? Was ist denn los? Alter. Was ist jetzt passiert? Oh. Komm mit, Junge. Speichern. Das war wahrscheinlich das erste traurige und traumatische Erlebnis von Arno. Ganz ehrlich, ich würde auch dastehen wie ein Holzklotz, wenn mein Vater tot auf einmal auf dem Boden läge. 13 Jahre später. Du kannst
kannst nicht ehrlich verlieren. Also wirst du zum Dieb, du Bastard. Nur die Ruhe, Victor. Ich kam nur wegen meiner Uhr. Es ist meine Uhr. Ich hab sie gewonnen. Wäre die Welt gerecht, Victor, dann gebe ich dir recht. Doch die Welt ist nicht gerecht. Dieses Frankreich. Du bist ein toter Mann. Mach mal halblang. Du tust dir noch weh. Komm her. Du glaubst, du wärst der Bessere, dann komm her. Gerade habe ich noch mit deinem Bruder gesprochen. Hugo, hol die Marischal. Warte doch mal. Ich mach schon weg, Victor. So, das ist einfach verfolgen wahrscheinlich. Ich lasse ihn nicht rein. Kann ja nicht schneller rennen, ganz ehrlich. Och, renn da mal schneller, Kollege. Ja, wir können über so eine Dinger drüber springen. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie Zeit spendet oder Zeit nimmt. Aber eigentlich glaube ich nicht. Obwohl, wenn man drum rumrennt, ich glaube, da gibt es auch keine Änderung der Zeit. Warum rennt denn der nicht schneller, verdammt? Ach, Jungs, geht mal aus dem Weg. Ich hab Business. Bam, das hab dich. Schmied wie du kannst Uhr vermutlich nicht einmal lesen. Komm hierher und sag das nochmal! Nein. So. Möglichst kämpfen, aus dem Weg gehen und schnell möglichst hier oben lang. Boah, die schießen jetzt auch auf mich. Seid ihr bekloppt oder was? Och Mann, Johann, renn doch mal! Geht mal auf Nerv langsam, Alter. Geht mir irgendwie gerade ein bisschen doll auf den Nerv. Teilweise. Das Problem ist, die haben mich wahrscheinlich noch nicht aus Augen verloren. Doch jetzt. Boah, Alter. Ging die mir auf den Sack, ey. Boah. Die wollten es aber auch wirklich wissen. Wir sind gerade geradewegs an der Truhe vorbeigerannt. Nur um es mal gesagt zu haben, ne? Wir könnten uns jetzt eigentlich noch holen, aber... Nee, jetzt nicht. Gehen, okay. Gehen wir mal hierher. Und wo auf Gottes Erden hast du bitte gesteckt? Ha! Hab ich dich, du kleiner Scheißer! Nur ein kleines Missverständnis, kein Grund zu... Euer Meister beherbergt einen gemeinen Dieb. Am helllichten Tag brach er bei mir ein und stahl meine Uhr. Tat er das? Nun, die Marie-Chaussee wird sich dieser Sache bestimmt gerne annehmen. Welcher Sache, Olivier? Eine ernste Anschuldigung gegen euer Mündel, Messire. Er hat gestohlen. Und was, bitteschön? Warte in der Bibliothek auf mich. Geil, Alter, geil. Sieh mich bitte nicht so an. Victor betrügt, wenn er Karten spielt. Das weiß doch jeder. Arno? Mit wem redest du? Mit mir, Monsieur. Du wirst dich freuen, dass Olivier die Maréchaussee auf meinen Drängen nicht einschalten wird. Mal wieder. Je vous remercie, Monsieur. Das war jetzt das sechste Mal? Das siebte? Ein anderer Zeitvertreib wäre gesünder für dich. Nun, meine Art des Kartenspiels bietet mir viel frische Luft und körperliche Ertüchtigung. Wir reden später weiter. Ich habe in der Stadt zu tun und muss Elise abholen, bevor ich anfange. Ich kenne nur wie Ezio teilweise. Nur für eine Nacht. Sie kehrt gleich morgen früh nach Paris zurück. Sie braucht Begleitung, oder nicht, wo ihr so beschäftigt seid? Es reicht, wenn einer von euch hier herumwütet. Bleib hier und sieh, ob Olivier eine Aufgabe für dich hat. Die hat er sicher. Was war das? Bitte, grüßt Elise von mir. Also mir bewerten die Erinnerungen immer sehr gut. Also ich muss immer wieder sagen, die Parallelen von Arno und Ezio sind gigantisch. Allein wenn man sich mal das Aussehen anguckt, so ähnlich sah Ezio aus. Also viel Unterschied ist da nicht. Dann das Verhalten, das, um ehrlich zu sein, jetzt kommt wieder dieses Assassin's Creed 2 Feeling hoch. So, naja, so ein Draufgänger halt. So ein cooler, mächtiger Typ halt. Aber ich finde die irgendwie so cool irgendwie. Ich finde die einfach nur so cool und ich glaube, die Aufnahme muss ich jetzt auch beenden. Ja, okay. Okay, doch. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.